Hier ist am Wochenende die Messe das intelligente Haus. Was muss man sich oder was kann man sich denn darunter vorstellen? Das intelligente Haus ist mit Technik ausgestattet, die dafür sorgt, dass Dinge, die man normalerweise im Haus von Hand auslöst, wie zum Beispiel das Licht einschalten, die Jalousien rauf und runter lassen oder die Heizung richtig einstellen, werden im intelligenten Haus automatisch ausgeführt. Am besten so, dass man es gar nicht so richtig mitbekommt, sondern in dem Moment, wo man es braucht. Es ist einfach wichtig, denke ich, dass Leute intelligente Haustechnik vor Ort erleben können. Und es gibt, glaube ich, kaum einen Ort, der dafür besser geeignet ist als eine Musterhausausstellung. Und viele dieser Häuser werden am Wochenende mit Smart-Home-Technik bestückt sein, sodass die Besucher reingehen können in die Häuser und dort wirklich live und in Farbe erleben, wie das intelligente Haus, wie Smart-Home-Technik funktioniert. Wie etwa bei Musterhaus von Luxhaus. Norbert Ravers stellt uns das vor. Das Haus verlässt, geht man auf Gehen und dann schaltet das Licht automatisch aus und die Rollläden gehen automatisch runter. Und genauso wenn man kommt, drückt man auf Kommen, dann geht automatisch die Grundbeleuchtung an, so wie man es eingestellt hat. Man kann sagen, der Flur ist hell, wenn ich reinkomme und deswegen ist hier gleich im Eingang. Ja? Ich nehme das jetzt mal raus, wir haben hier, einen Moment. Jedes beliebige, ich sag mal Pad, aber auch jeder Personal Computer, genauso jedes heute verfügbare Smartphone, kann man jetzt diese Software drauf machen. Und hier haben wir das Haus nachgebildet. Das ist das Schöne. Ja, man geht ins Bad, auch wenn man im Wohnzimmer steht, kann hier wieder alle Lichter bedienen. Ja, man kann jetzt hier auch wieder die Raffstores, die Rollläden runter machen, man kann die Temperatur höher regeln, wie man das möchte. Kann man einfach eine Kamera integrieren? Gerade für Alarmfunktionen, auch hier wieder kombiniert mit dem Bewegungsmelder. Das heißt, Sie gehen in die Arbeit, sagen dem System, dass niemand zu Hause ist, indem Sie beim Ausgang auf Gehen drücken. Aber es kommt irgendein Einbrecher ins Haus rein und der Bewegungsmelder springt an, wird es automatisch aufgenommen. Das intelligente Haus bietet Sicherheitssysteme, Energieeffizienz, aber auch Unterhaltung und Komfort. Das will die neue Messe hautnah vermitteln. Die Erlebnismesse Das intelligente Haus wird veranstaltet vom Fachschriftenverlag in Fellbach. In diesem Verlag erscheint unter anderem eben auch das Magazin Das intelligente Haus, das sich mit dem gleichen Thema als Printmagazin beschäftigt. Und der Ausstellungsort, das ist die Ausstellung Eigenheim und Garten. Das ist die größte Musterhausausstellung in Süddeutschland. Hier stehen über 50 fertig eingerichtete Musterhäuser. Und die Erlebnismesse ist eine Kooperation aus dem Magazin Das intelligente Haus und der Musterhausausstellung zusammen mit zahlreichen, über 25 Ausstellern aus der Smart-Home-Branche und der vernetzten Unterhaltungselektronik.